Als nächste Rednerin am Wort ist Alef Korun, die Menschenrechtssprecherin der Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen, die uns zuhören und zuschauen. Die Polizei als die größte Menschenrechtsorganisation des Landes. Das ist eine kühne Vision. Das ist eine tolle Vision, bei der Sie unsere volle Unterstützung haben, sehr geehrte Frau Bundesministerin. Diese tolle Vision, die Polizei als größte Menschenrechtsorganisation des Landes, erreicht man allerdings nicht, indem man bei fast jedem Misshandlungsvorwurf, der auftaucht, sich reflexartig hinstellt als Ressortverantwortliche und sagt, ich stelle mich vor alle Polizisten und Polizistinnen, noch bevor es irgendwelche auch internen Ermittlungen gegeben hat, geschweige denn irgendeine Beschäftigung der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte mit den konkreten Vorwürfen. Und sozusagen pauschal alle einmal in Schutz nimmt bzw. weißwäscht oder sagt, es wird sicher nichts passiert sein, dafür bürge ich, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Genauso falsch und genauso blöd, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, wäre es, das Gegenteil zu tun und sich bei jedem Misshandlungsvorwurf hinzustellen, als Ressortverantwortliche beispielsweise, und zu sagen, ui, da gibt es jetzt diesen Vorwurf, ganz sicher haben die Beamten und Beamtinnen falsch reagiert und ganz sicher haben sie ihre Befugnisse überschritten und missbraucht. Beides bedeutet Generalverdacht bzw. Generalweißwaschung. Und in einem Rechtsstaat, wo jeder Einzelfall angeschaut werden sollte, sollte und darf nichts davon vorkommen. In beide Richtungen nicht. Frau Bundesministerin, Sie haben bei der Beantwortung der dringlichen Anfrage unter anderem gesagt, jeder Vorwurf soll genauestens überprüft werden. Genau das ist aber nicht gewährleistet, wenn die Polizei gegen die Polizei ermittelt. Wie könnte es auch der Fall sein, wenn wir alle wissen, dass dort auch deshalb ein Chorgeist vorherrscht, weil es auch ein sehr gefährlicher und schwieriger Beruf ist? Weil Polizeibeamte und Beamtinnen einen Zusammenhalt auch brauchen, um diesen schwierigen Job auszuüben. Aber dort, wo dieser Zusammenhalt missverstanden wird als Decken von Fehlleistungen, von falschen Entscheidungen und falschen Taten, indem man die umfassenden Befugnisse, die die Polizei nicht zufällig hat in einem Rechtsstaat, weil sie die Staatsgewalt ja vertritt, weil sie diejenige Institution ist, die auch ganz legal und zugelassen Gewalt ausüben darf, um andere vor Gefährdung zu schützen oder auch, wenn einzelne Polizeibeamte selber in Gefahr sind. Genau deshalb braucht es auch eine unabhängige Kontrolle der Befugnisse der Polizei. Und diese unabhängige Kontrolle findet eben leider nicht statt, wenn die Polizei gegen sich selber ermittelt. Und es ist auch wichtig, die Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei ernst zu nehmen. Wenn wir uns den jährlichen Sicherheitsbericht anschauen, dann haben wir dort zwar Zahlen, aber es sind auch Bagatelldelikte in diesen Zahlen darunter. Deshalb macht es Sinn, Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei zu evaluieren. Und deshalb bringe ich einen Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Justiz und die Bundesministerin für Inneres, werden aufgefordert, eine jährliche Evaluierung der Vorwürfe von unangemessener Polizeigewalt und der Effektivität der diesbezüglichen Ermittlungen durch eine unabhängige Expertinnenkommission vornehmen zu lassen und dem Nationalrat über die Ergebnisse zu berichten. Und zweitens, unverzüglich eine Evaluierung im Sinne des Punktes 1 für die Jahre 2010 bis 2014 durchzuführen und dem Nationalrat bis 31.03.2016 darüber zu berichten. Also erst in einem Jahr, weil wir natürlich auch wollen, dass diese Evaluierung Hand und Fuß hat und dass die nicht einfach im Pfusch erfolgt. Sehen wir in unserem Entschließungsantrag ein Jahr Zeit für diese Evaluierung vor.
zu der Vision Polizei als größte Menschenrechtsorganisation. Und da möchte ich auch ausdrücklich und lobend erwähnen, die Entwicklungen, die es auch in den letzten Jahren gegeben hat, beispielsweise bei der Ausbildung von Polizeibeamten und Beamtinnen. Dass Menschenrechte jetzt ein Teil der offiziellen Polizeiausbildung sind, das ist sehr zu begrüßen. Da hat sich etwas bewegt. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, diese Debatten, Menschenrechte und Polizei seit fast 2 Jahrzehnten kennend, dass zuerst einmal immer gesagt wurde, nein, es ist alles in Ordnung. Wir brauchen eigentlich keine Verbesserung, weil es ist alles in Ordnung. Es wird alles eingehalten. Wenn es einen Vorwurf gibt, wird der unabhängig oder genauestens überprüft und so weiter. Und ich möchte das Wort verdanken nicht verwenden, weil es in diesem Zusammenhang zynisch klingen könnte. Aber wir sollten uns auch in Erinnerung rufen, dass es in den letzten Jahren auch mehrere Todesfälle bei Polizei, bei Amtshandlungen gegeben hat. Ich möchte stellvertretend für mehrere nur erwähnen den Fall von Chebani Wague, der im Stadtrat bei einer Amtshandlung erstickt ist, weil mehrere Beamte auf ihm gesessen sind. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass leider Ärzte und Sanitäter tatenlos daneben gestanden sind und Chebani Wague hat diese Amtshandlung nicht überlebt, die er übrigens als halbwegs gesunder Mensch und unversehrt eingegangen war. Viele Diskussionen, viele Verbesserungen sind nach solchen Todesfällen bei Amtshandlungen eingetreten. Nicht grundlos, weil es offensichtlich auch ein Umdenken gegeben hat bei der Bundesregierung, bei den Bundesregierungen, aber auch bei der Polizei, weil man gesehen hat, es kommen unschuldige Menschen zu Tode bei Amtshandlungen. Und auch das darf in einem Rechtsstaat nicht sein, sehr geehrte Damen und Herren. Das muss man klipp und klar aussprechen. Und wir haben aber eine Situation, obwohl sich vieles geändert und verbessert hat, ich habe zum Beispiel genannt die Polizeiausbildung, wissen wir alle, die wir mit Polizeibeamten, Beamtinnen zu tun haben, Gespräche führen, auch unter 4 Augen oft, dass es auch eine Praxis gibt, die diese verbesserte und gute Polizeiausbildung leider ins Leere laufen lässt. Wenn uns zum Beispiel berichten, junge Polizisten und Polizistinnen, dass sie nach einer guten Ausbildung, wo Menschenrechte einen klaren Platz haben und unterstrichen wurden, wie wichtig sie sind bei polizeilichem Handeln, wo es Lehrgänge gibt, polizeiliches Handeln in einer mehrsprachigen, multikulturellen Gesellschaft, auch das gibt es. Ja? Wenn sie dann aber ihren Dienst antreten und wenn sie dann nicht selten, nicht immer, aber auch nicht selten zu hören bekommen von älteren Kollegen und Kolleginnen, jetzt vergisst mal den ganzen Blödsinn, den du dort gehört hast. Der Polizeialltag schaut ganz anders aus. Und wir können uns nicht ständig um Menschenrechte kümmern, wenn es eine gefährliche Situation gibt. Deshalb ist es auch wichtig zu schauen, dass die verbesserte Ausbildung auch wirklich Früchte trägt. Und da schlagen wir vor, dass die sogenannte Bereitschaftseinheit, die in Wien vor kurzem geschaffen wurde und die leider ein Negativbeispiel darstellt, wie auch interne Polizeiausbildner es inzwischen teilweise zugeben, dass diese Bereitschaftseinheit aufgelöst wird. Deshalb stelle ich einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Pilz, Steinhauser, Korun, Freundinnen und Freunde betreffend Auflösung der Bereitschaftseinheit. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Inneres, wird aufgefordert, die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei aufzulösen. Warum verlangen wir das? Ich werde Ihnen kurz etwas vorlesen. Kritik von einem Polizeiausbildner des Innenministeriums. Früher seien die Beamtinnen und Beamtinnen nach ihrer Ausbildung auf den Inspektionen in ein soziales Netz erfahrener Kolleginnen und Bürgerinnen, jeweils mit großem I, des Rajons eingebettet gewesen. Dort hätten sie Polizeiarbeit durch Reden gelernt, was im überwiegenden Polizeialltag das passende Werkzeug sei. Nun patrouillieren die Jungen im Pulk durch die Stadt und vertreiben Bettler, so der Ausbildner im Gespräch. Das konterkariere die Fortschritte, die in den letzten Jahren in der Ausbildung gemacht worden seien.
Den jungen Polizisten und Polizistinnen werde vermittelt, vergesst, was ihr gelernt habt. Hier seht ihr, wie Polizeiarbeit in Wirklichkeit funktioniert. Dabei sei in den vergangenen Jahren sehr viel Energie in die Reform der Rekrutierungs- und Ausbildungsprozesse geflossen, um Rambos auszusieben und soziale und kommunikative Kompetenzen zu fördern. Ein letzter Satz. Sehr geehrte Damen und Herren, die Vision Polizei als die größte Menschenrechtsorganisation des Landes ist machbar, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass die allermeisten Polizisten und Polizistinnen, die ihren Dienst mit sehr viel Verantwortung durchführen, geschützt werden von den wenigen, die den Ruf einer ganzen Berufsgruppe schädigen. Das liegt in unserer Hand als Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Hören wir bitte dort, wo es passiert, auf zu mauern. Verwirklichen wir diese kühne Vision Polizei als größte Menschenrechtsorganisation des Landes gemeinsam. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Argumentiert Alef Korun, die Menschenrechtssprecherin der Grünen.